Ja, liebe Leute, und damit ein allerherzliches Willkommen zurück zur FIFA 23 Karriere mit Bayreuth. Wir sind in der zweiten Saison, starten heute in die zweite Saison rein und es geht endlich in die Vorbereitung für Saison 2. Heute geht es erstmal, ich weiß nicht, wie lange wir brauchen, heute geht es erstmal zumindest ein bisschen um den Verein anpassen. Wir haben tatsächlich ein bisschen was zu tun und das werden wir heute tun. Starten wir mal den Verein anpassen, mal, was wir denn kriegen. Was können wir heute mit Vorbereitung auf die zweite Saison anpassen? Wir haben ein Heimstadion, wir haben eine Tribüne und wir haben das Spielfeld. Wir können natürlich das Heimstadion anlassen. Ja, wir können auch mal ein bisschen hochgehen mit der Anzahl. Wir haben aktuell 20.000 Zuschauer, die haben wir wahrscheinlich, oder beziehungsweise doch, die könnten wir tatsächlich, aber wir würden heute mal etwas höher gehen. Ich guck mal, was wir machen. So können 24.000, 27.000. Also wir werden jetzt nicht auf das Überstadion gehen. Das wird das nach und nach hoffentlich alles werden. Ich überlege gerade, sollen wir das hier nehmen? Das Stadt Municipal wäre doch mal gar nicht so schlecht für uns, oder? Würde ich sagen. Gehen wir rein. Nehmen wir Stadt Municipal. Wir können es tatsächlich behalten, den Namen werden wir auch behalten. Wir werden das weiter auf 24.000 Zuschauer gehen. Wenn zweitig ist, vielleicht gar nicht so schlecht. Wenn wir dann immer in die Bundesliga mal aufsteigen, ja. Aber nicht jetzt. So, wir fangen mit dem. Was haben wir denn? Schwarz können wir nehmen. Nehmen wir so schwarz. Immer. Genau, die sitzt auf gelb, würde ich sagen. Ja, doch, das wäre gar nicht so schlecht. So. Und immer die sitzt auch in gelb. Und dann müsste es. Warte mal, jetzt gucken wir doch, was wir haben. Spielfett. Genau. Rasen. Breit, horizontal, das können wir so lassen, wie es ist. Und auch das Dings können wir so lassen, wie es letztendlich passt. Gut, dann haben wir das Stadion schon fertig ausgebaut. Es kostet tatsächlich uns kein Geld. Und jetzt geht es ein bisschen darum zu gucken, was haben wir eigentlich an Budget. Wir haben ein aktuelles Budget von gerade mal 7 Millionen. Also große Megasprünge können wir halt die Saison nicht machen. Das sollte klar sein. Aber wir haben ja den Vorteil, dass wir ein bisschen Geld haben. Und von diesem Geld werde ich tatsächlich jetzt gucken, was wir haben. Warte mal, gucken, was wir so an. Dings haben, fällt mir gerade auf. Fällt mir eine. Transferzentrale brauchen wir gerade nicht. Ich gucke, ob wir. Genau, Schumacher, der ist ja. Sollte eigentlich jetzt kommen? Warum ist denn der jetzt nicht da? Eigentlich sollte der zu uns gewechselt sein. Spielt offiziell noch jetzt die Hansa. Okay. Ich guck gerade mal wegen meiner Mannschaft. Ich müsste eigentlich. Oder was war das? Mannschaft? Teamzentrale, genau. Oder haben wir noch kein. Wir haben noch kein Dings, ne? Warte mal. Genau, wir haben noch keine Transferperiode. Deswegen sind auch die Spieler nicht hin und her. Aber ich werde von diesem Geld auf jeden Fall erstmal die Kaufoption ziehen hier. Ja. Verhandeln. Das werde ich jetzt tun. Ich werde jetzt Laurin Ulrich kaufen. Für das Geld. Genau. Gegenangebot. Du bist bei mir ein Schlüsselspieler. Du bist auf jeden Fall Stammspieler. 5 Jahre. Wenn möglich. Freigabesumme übergehe ich. Freigabesumme nehmen wir ab. Wir brauchen keine Freigabesumme. Dann wird er dich angepasst. Du hast jetzt ein Budget gerade mal von. So, du wirst jetzt natürlich erstmal ein bisschen was zahlen. Kriegen Geld. Übernehmen. Angebot absenden. Doch, sollte eigentlich passen. Und damit wird Laurin Ulrich fix zu uns wechseln. Und demnächst werde ich noch holen, ich werde Gebohr verpflichten. So, der bleibt, der Herr. Laurin Ulrich wechselt für 630.000 zur Spielvereinigung Bayreuth. War ja schon Stammspieler und kriegt eine A-Bewertung, weil er halt ordentlich gebracht hat. Weil er ordentlich abgeliefert hat. Er hat ein Spielerwert von 1 Million und hat eine Transfer hat gerade mal 630.000 gekostet. 5-Jahres-Vertrag hat mehr Geld. Passt also perfekt in unser Budget rein. Die Nummer da bleibt gleich. So, und jetzt werde ich gucken, dass ich für das Geld
noch den Herrn Novor verpflichtet. Der soll kaufen. Ja, bitte. Die wird auf jeden Fall bleiben. Der soll auf jeden Fall bleiben. Warum ist es richtig? Ich würde Jonas Sterner gerne noch kaufen für das Geld. Also ich versuche jetzt gerade nach und nach meine Spieler zu kriegen. Transfersumme anbieten. Markt wird 3,1 Millionen. Die haben wir nicht. Das ist das Problem. Transfersumme anbieten, das wird nicht passieren. Ich habe jetzt, was hat er gesagt? 4,9. Das heißt, wir sind bei 1,2. Wir werden aber werden die nicht kriegen können. Nicht für das Geld. Eine Million, das wird nicht passieren. Der wird gehen. Ich gucke jetzt gerade, ob ich. Mit Sterne, das wird wahrscheinlich abzusehen sein, dass ich den nicht kassieren, nicht verpflichten kann. Was wird denn der kosten? 800. Ja, dann kaufen wir Piri einfach. Komm. Dann kaufen wir Piri für das Geld. Von Ajax. Akzeptieren. 5 Jahre, ist nämlich 22 Jahre alt gerade mal. Freigabesumme übergehen wir. Ich will keine Freigabesumme. So, und das will er haben. Damit wird der Kollege bei uns fix bleiben für weitere 5 Jahre. Nach dem Jahr der Leihe wird er bleiben. Gut, Standard-Alternative haben wir ja. Vielleicht kriegen wir noch den einen oder anderen Spieler, den wir jetzt noch abgeben können. Müssen wir mal gucken. Auch da ist wieder ein Radio drin. Sehr geil. Ja, hervorragend an dir. Kick Perry wechselt für gerade mal 830.000 zur Spielvereinigung. 820.000 wechselt er zur Spielvereinigung Bayreuth. So, 50 Schlüsselspieler erzielt in derselben Saison ein Profit von 10 Millionen. Guck mal, was wir gesagt haben. Er bleibt auf jeden Fall. Sterner hat abgelehnt. Leider. Nur wo hat er mal gerade dran? So, den werden wir kurz unter Dach und Fach machen, bringen. Ich möchte ihn ja gerne behalten. So, akzeptieren wir. Ja, kann er bleiben. Genau. Kein Linksfreigabesumme. Ich will ablehnen. Gegenangebot. Ich will gucken, dass ich muss ein bisschen was runtergehen. Einstiegsbonus. Nehmen wir den Einstiegsbonus. Warte mal. Gegenangebot. Gehalt und Einstiegsbonus ändern. Gehalt brauchst du. Ja, du musst auf den Bonus verzichten. Den kann ich dir nicht geben. Wenn ich dir den ein bisschen weniger mache, kann ich dir aber auch mehr Geld geben. 14. 14,5. Ich muss kurz ein bisschen gucken, was ich dann. Okay, ich würde den Einstiegsbonus rausnehmen gerne. Weil dann könnte ich sagen, jo, passt. Dann kann ich dir aber auch mehr Geld geben. 16. 10.000 willst du haben. Willst du es riskieren? Ja, perfekt. Der Rohr bleibt für 4 Jahre. Und damit kann der RB den schon mal nicht zurückholen. Oh, der nächste Adiel. Sehr geil. 68er Stärke. Ja, passt perfekt auf jeden Fall. Wie gesagt, viele Fall. Ja, wechselt Tergo 4, ja, ich brauche ihn natürlich. Ich will ihn behalten. Ich habe ihn ja nicht umsonst nochmal zurückgeholt. Und damit haben wir es. Unter Dach und Fach. Sehr geil. Schön. 3 Leihspieler fix verpflichtet. 3 Leihspieler haben wir schon mal perfekt verpflichtet. So, jetzt müssen wir gucken, dass wir. Wir sind noch nicht am 1.7., ne? Offiziell schon, doch. Offiziell schon. Dann geht denn die Dings los. Wundere mich gerade, dass wir doch nicht.
Nämlich, dass wir noch nicht durch sind. Jetzt wechseln die Spieler. Jetzt gehen die ganzen Spieler weg. Was hat denn der für Marktwert? Delegieren. Ich würde mir gerne für zumindest mal anderthalb verpflichten mehr geben. Erhöhung. Jetzt haben wir noch mal 4, noch was bekommen. Das sind viele Spieler, die jetzt natürlich den Club verlassen haben. Für das Geld würde ich mir gerne Steine auch zurück, Sterne zurückholen, wenn ich den kann. Nachdem, wie viel Kohle wir jetzt reingekriegt haben. Ich gucke jetzt gleich mal, was wir final als Geld haben. Weil jetzt einige Spieler weggegangen sind. Wir haben jetzt 25 Spieler auf dem Dings. Ich habe nur 2,2 Millionen. Das wird nicht passieren. So viel können wir nicht. Fairbudget. So, je nachdem, was jetzt noch passiert. So, ich gucke jetzt mal in die Mannschaft rein. Angebote zulassen? Nein. Und du hast ja, kriegst ja als Zukunftsspieler immer die Nummer 1. So. So. Gut. Dresden ist ja fix verpflichtet, ne? Ja, genau. So, ich habe wieder ein bisschen einige Spieler. Ich glaube, ich habe sonst keine mehr auf der Transferliste. Der wechselt zu Darmstadt wahrscheinlich. Ich muss ja gerade gucken. Sind ja einige noch, die den Club verlassen sollen. Die ja noch so ein bisschen. Drücken wir mal ändern auf die 13. Ja, wie gesagt, damit Carvalho halt Stammspieler werden. Ist halt so. Selbst wenn er dann irgendwann geht. Ich brauche dafür noch einen neuen Stürmer dann verpflichten. Ich habe jetzt ein paar einige Kandidaten abgegeben, klar. Aber bei ihm bin ich ziemlich froh, dass ich den Vertrag habe. So, Angebote zulassen. Also wir haben ja ein paar Alternativen, das ist ja nicht das Problem. So, ich gehe mal kurz auf Team Management. Carvalho, ja. Super. Ich soll ja noch ein paar Leute, die den Club unbedingt verlassen sollen, so nach und nach irgendwann. Ich habe zumindest ein bisschen was von. Das habe ich schon. So. Ja, also viele Spieler, wie gesagt, natürlich dann irgendwann in Zukunft den Club nochmal verlassen sollen. So. So. Vielleicht nochmal hinten rechts noch was nachverpflichten. Links außen vielleicht nochmal. Gucken, was da passiert. Nochmal. Ja, erstmal so lassen, wie es ist. Gut, weiter geht's. Gucken, was wir noch so in der passieren in der Saison. Transferangebot für ein kleines anderer Markt für Magdeburg. Ja, kannst theoretisch schon. Realo Video. Doch das gerade. Ich gehe mal verhandeln. Guck mal, ob ich noch ein bisschen Kohle rausgeholt bekomme bei den Jungs. Ich brauche ein bisschen mehr Budget. Fakt, dass ich zumindest drei Leistungsträger schon verlängert habe oder fix verlängert habe. So.
neue Transfersumme vorschlagen. Ich möchte gerne mindestens 1 Million haben. Angebot absenden. Gegenangebot. Ich möchte nochmal 1 Million. Sonst wird es teurer. Wo muss er bleiben? Gibt es auf ihrer Summe? 830.000. Ich möchte, ey, Leute, ich möchte gerne 1 Million haben. Lass mich in Ruhe. Ja, dann hat er Pech gehabt, dann bleibt er halt bei uns. Ist zumindest sowieso lange. Oh, da ist keiner drin. Da ist noch Angebot. Genau, 1,9 Millionen für Nollenberger. Der bleibt ja noch ein bisschen. So. 9,9 Millionen für Frankfurt. Gut, das sind Summen, die kann ich nicht zahlen. Wir wollen ja in der zweiten Liga noch ein bisschen. Ihr könnt ja gerne auch Transfervorschläge machen, wenn ihr da irgendwie noch Bock drauf hättet. Mal gucken, was wir so holen könnten. Es sind ein paar Leute auf der Liste drauf. So, der ist jetzt weg. Der Herr Annawart. Der gewechselt für eine 500.000 nach Magdeburg. Ist nur ein Dedi. Ja, gut. Okay. Ist egal. Alles ist gut. Muss ein bisschen perspektivisch denken. So. Transferangebot für Luke Hemmerich. Ajaxo. Das ist eigentlich ein Stammspieler, ne, auf der rechten Seite. Da müsste ich eine Alternative holen. Da muss ich eine Alternative auf der rechten Seite holen. Ne? Das heißt, es wird ja so Priorität sein, einen Rechtsverteidiger zu verpflichten und einen Stürmer noch zu verpflichten. Wobei ich da auch ein bisschen auf die eigene Jugend gehen kann. Zumindest beim Stürmer. Es ist schwierig, den jetzt abzugeben. Aber es ist ein gutes Angebot. Ich muss es annehmen. Also es ist halt jetzt. Das heißt, ich muss jetzt gucken, dass ich da jetzt erstmal von dem Geld nochmal schaue, dass ich da nochmal jetzt verpflichtet bekomme, noch einen Rechtsverteidiger verpflichtet bekomme. So, ich guck mal gerade wegen Scout. So, du hast jetzt 3 Sterne. Was hast denn du jetzt an Alternativen? Achso, das sind Scouts. Ich brauche eigentlich Jugendstab. Das heißt, ich gucke, dass ich da nochmal was verpflichtet bekomme. Scoutbericht verfügbar. Scoutbericht lesen. Aus Belgien. Anzeige ändern. Ich brauche einen Rechtsverteidiger. Ne? Du bist offiziell Rechtsverteidiger. Du bist 17, ist Brasilianer. Nehmen wir mit. Alternative, wie gesagt, natürlich klar. Scout verfügbar, Scout im Netzwerk aufbauen. Natürlich wird nicht viel passieren jetzt. Südeuropa, Nordeuropa, Mitteleuropa, Schweiz. 9 Monate. Position, Spielmacher, Torwart, Angreifer. Okay, gehen wir mal rein. Wir haben einen Angreifer für den. Scouting-Netzwerk aufbauen. Belgien hat auch immer gute Spieler. Das heißt, du gehst doch mal in ein anderes Land. Du gehst nach Frankreich, 9 Monate und gehst auf starke Physis. So. Du gehst wohin? Gehen wir mal nach Afrika oder Asien? Afrika? Machen wir mal Kamerun. Defensiv stark. Oh. Einfach mal sowas probieren. Warum nicht? So. Haben wir den jetzt in die Mannschaft gezwungen oder was? Oder ist er jetzt. Rechtsverteidiger. Nee, noch nicht. Ich muss wahrscheinlich in die Jugendakademie nachgucken, oder? Ja, genau. Zum Profi befördern. Bam. Noch zu früh.
ja Verteidiger. Aber kann da kann. Genau, lass mal mit der 14. Ist okay. Okay, alles gut. So, gucken wir mal weiter. Aber noch ein bisschen Zeit haben wir noch. Scouting-Netzwerke. Das sind die Scouting-Netzwerke, das ist okay. Gucken, was jetzt noch so an Spiele abgeben kommt. Ja, war ich verkauft. Da habe ich auch so, ja, 2,35 Millionen ist natürlich nichts weh, aber es ist halt. Alles Mögliche, die wir 2 Millionen nehmen. Okay. Ich habe jetzt wieder ein bisschen. Ich habe ja eine Alternative gerade gekriegt, ne? Der. Das heißt, es wird weiter ein junges Talent da hinten mal ein bisschen was kann. 56 stark. Ich werde halt viel auf Talente setzen müssen, ne? Das ist natürlich klar. Das wird auch in der zweiten Liga so sein. Da geht es ja auch in erster Linie mal nur um den Klassenerhalt. Dass ich jetzt natürlich nicht die übertrieben guten Spieler dafür habe, ist klar. Aber wie gesagt, ich baue eine Mannschaft auf, die halt über Jahre sich. So, Zahnwerken. Oh, Zellonalu. Wechsel zu Craiova. Angenommen. Annehmen. So, da sind jetzt noch zwei Transfers offen, die vielleicht gehen. Ich kann mal gucken, ob ich noch was kriege. Genau, einen Stürmer hatte ich nämlich noch vor, ne? Transferverlauf, Transferzentrale. Ich guck mal, ob ich. Ich habe ja noch schon mal ein bisschen was an. Was habe ich da an Budget? Überhaupt nicht. Ich habe nicht allzu viel, ne? Du hast eine Freigabesumme von. Ich will dich mal scouten. Du sollst mich eigentlich. Ich kann mich nicht scouten. Wunschliste. Es sind viele Talente dabei, ja. Ich weiß. Du sollst mal scouten. Bin Kleefisch. Scouting. Ich lasse dich jetzt erstmal nur ein bisschen scouten. Das, bevor ich da jetzt irgendwas mache. Was hat die Schule für eine Freigabe? 2,4 Millionen. Es wäre kein schlechter, glaube ich. Und halt einiger. Ich kann leider gar nicht mehr so viel scouten. Doch hier ist noch einer. Der scouten ist Stanisic. Aber der ist gerade gewechselt. Der wird nicht zu uns wechseln. Scouting beginnen. Ach, nein, nein, nein. Ich leider beginnen. Nein, nein. Okay, Raskin wechselt nicht zu uns, das ist klar. 3,5 Millionen. Ja, der weiß, jetzt ist die Freigabesumme. Ich gucke, ob ich ihn kriegen kann. Ob ich die Kohle dafür hätte. Transferangebot haben wir 2,3. Mal gucken, ob ich ihn verpflichten könnte. Angebot ansetzen. Ja, gut, okay, so. Für das Geld wechseln wird. Ich guck mal, ob ich jetzt so. Ich werde noch ein bisschen was von den Spielern. Ich werde noch was scouten und dann gucken wir mal, ob wir dann noch was kriegen. Aber eine Alternative noch kriegen. Wie gesagt, wir haben erstmal in erster Linie einige Talente. Da. So. Genau. Ja, dafür haben wir ja, wie gesagt, wir haben drei Leute, die schon mal fix auf jeden Fall zu uns verpflichtet. So, wir gucken mal noch, was wir noch haben. Stillstand-Verhandlung für Alex. Oh, der wechselt nicht nach Darmstadt. Schade. Hätte ich gedacht, dass er den wechseln lässt. Gut, in der nächsten Folge geht es dann weiter mit der Vorbereitung auf die neue Saison.